Moin, moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück in der Märchenwelt von Blood and Wine Witcher 3. Jetzt geht's aber hoch heute in den Turm von Rapunzel. Da besteigen wir sie. Wir besteigen den Turm, um dann mit ihr zu quatschen. Sienna steht da unten. Und nicht nochmal runterfallen, wie in der letzten Folge am Ende. Woo! So wie hier jetzt. Schon fast wieder tot. Das Klettern ist aber auch echt nicht so mein Ding in The Witcher. Da bin ich halt verwöhnt von Assassin's Creed. So, schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode hier. Mal gucken, was wir oben bei Rapunzel erwarten. Oder... Ich weiß selber nicht, was mich erwartet. Ich brauche noch die letzte Bohne. So, die rote habe ich und die blaue. Was war die letzte? War die gelb? Ich habe eine Farbe vergessen. Ah, guck mal, kann ich hier schon rein? Nee, ne? Oder? Doch. Ah, Gott sei Dank muss ich nicht draußen rumklettern. Hier drin ist es vielleicht ein bisschen sicherer. Wenn ich jetzt runterfalle, falle ich nur bis da. So, vielen Dank für den Daumen nach oben gestern auch bei der Folge. Wir haben ja immerhin die drei Schweinchen verkloppt. Bacon aus denen gemacht. Ach, guck mal, da ist eine Tür. Ich glaube, ich habe es geschafft. Rapunzel, Rapunzel! Ich gehe in deine Tür hinein. Oh, nö, hier ist er schon wieder außen. Nee, Quatsch. Hier ist es aber ganz schön kaputt, ey. So, am Ende des Regenbogens war ich auch in der letzten Folge. Gab ein bisschen Goldfaden. Also noch höher. Noch höher. Von unten sieht er gar nicht so hoch aus. Hier ist es aber, oder? Ah ja. Oh! Rapunzel, Rapunzel! Hat sich an ihren eigenen Haar aufgehängt? Okay. Aber der Prinz ist ja auch schon tot. Oh, oh. Rapunzels Erscheinung. Die ist doch da. Die ist, glaube ich, vor Einsamkeit gestorben, oder? Depression ohne Ende. Oh, was sind das denn für Gestalten? Was hat die gelernt? Ja, wenn man auch eingesperrt wird alleine in so ein Turm, dann kriegst du das auch echt mit der Psyche und so, ne? Die meisten Märchen sind nämlich alle ein wenig grausam an sich, wenn man mal drüber nachdenkt. Eigentlich viele Märchen. Sie hat sich an ihrem Haar erhängt. Ja, an ihren Haar erhängt. Das Haar lässt sie jetzt niemanden mehr runter, ey. Kann ich sie da abschneiden oder so? Ist doch scheiße, wenn die da die ganze Zeit hängt. Dass wir hier vielleicht mal ein anständiges Begräbnis machen für die Dame. Oh Mann. So, ich muss aber mal ganz kurz mein Silberschwert reparieren. Man kann ja jetzt hier in dem Teil des Spiels kaum noch wieder zum Händlern gehen oder sowas. Gut, dass ich noch Meister-Dings dabei habe. Es reicht. Einmal Meisterpack drauf und ist es jetzt auf 100% wieder. Das geht ja. Gut. Sie hat uns einen... Ich wollte gerade sagen, einen Brief hinterlassen. Nee, aber da liegt nur die Bohne drauf. Die gelbe Bohne. Hier ist die gelbe Bohne. Hätte mich geärgert, wenn die Kletterei umsonst gewesen wäre. Ja. Ich hätte aber gerne noch mit Rapunzel gesprochen vielleicht. Teures Spielzeug. Oh, wenn es teuer ist, nehme ich das mit. Alles, was teuer ist, kann man gut verkaufen. Zaubernahrung. Den ganze Tisch leer. Hat sie keinen Abschiedsbrief geschrieben? Oh, das Essen kommt wieder nach. Nehme ich mit. Aber wer weiß, vielleicht verschwindet das in meinem Inventar genauso. Da ist noch eine Kiste. Goldener Ball. Ich habe ein goldenes Ei. Hä? Kannst du mir mal ein Beispiel dran nehmen? Okay, wie ist jetzt der schnellste Weg hier runter? Kann ich hier hoch? Nee. Doch. Hier hat sie noch ihr Balkon gehabt. Ah, kann ich von hier aus ins Wasser springen? Ich kann nicht runtergucken, das ist das Doofe gerade. Ich kann nicht sehen, was da unten ist. Ist das ein schneller Weg nach unten? Warum, Mensch, Geralt, warum kannst du nicht nach unten gucken? Es sieht aus, als wäre es ein Absprungpunkt. So wie bei Assassin's Creed. Soll ich das riskieren? Mehr als sterben geht ja nicht. Ja, es ist Wasser. Juhu. Jawohl. Das ist aber ein Riesensprung hier in Assassin's, wollte ich gerade sagen, in Witcher 3. Das ist ja cool. Wie kommt sie denn angetapselt?
Und? Die Bohne habe ich, aber Rapunzel, offenbar war sie es leid, auf den Prinzen in strahlender Rüstung zu warten. Wer könnte ihr das vorwerfen? Männer heutzutage, alle Gecken und Stutzer. Deswegen hast du dir einen Vampir geangelt? Detlaff war ein Werkzeug und sonst nichts. Wie schade, dass er das nicht wusste. Ich vertraue niemandem. Das habe ich vor langer Zeit gelernt. Nun lernt er es. Das wird Detlaff aber sicherlich nicht gerne hören. Vielleicht solltest du ihm gegenüber dann vielleicht andere Worte wählen. Okay, du wolltest ihn von Anfang an benutzen? Du hattest von vornherein vor, ihn zu benutzen? Nein, am Anfang war ich einfach neugierig. Kennst du die Geschichte? Es war vor ein paar Jahren in Metina. Ich war dort, um etwas Beute an einen Hehler zu verkaufen. Gerade handelten wir den Preis aus, da kam Detlaff rein. Sagte, er hätte einen silbernen Kerzenleuchter zu verkaufen. Den hatte er mit einem Stück Stoff gepackt. Das fiel mir auf. Ich folgte ihm mit gehörigem Abstand. Aber das merkte er bald. Kein Wunder bei seinen Sinnen. Er ging in eine Sackgasse. Ich hinterher. Da sprang er hinter einer Kiste hervor und fletschte die Zähne. Er wollte mir wohl Angst einjagen. Das schaffte er aber nicht. Schließlich bin ich auch ein Monster. Nicht wahr? Naja. Also hat's keine Angst vor einem Vampir gehabt? Wirklich nicht? Nicht mal ein bisschen? So ganz klein bin ich? Ein höherer Vampir beeindruckt dich nicht? Ich bin mir nicht sicher, ob das mutig oder idiotisch ist. Ich konnte schon immer gut mit scheinbar gefährlichen, stillen Typen. Meinst du damit etwa auch mich? Oh Mann, ich muss dich enttäuschen, Geralt. Aber du bist nicht der Mittelpunkt der bekannten Welt. Obwohl du mich manchmal an Detlaff erinnerst. In der Weise, wie du deine Gefühle unterdrückst und stets auf gleichgültig machst. Weißt du, als ich Detlaff traf, da... Ich wusste einfach, intuitiv vielleicht, dass er mir nichts tun wollte. Dass er mir Angst einjagen wollte, weil er sich selber gefürchtet hat. Verstehst du das? Glaube schon. Ja, ich glaube aber auch, dass das Einhorn da ein wenig verwirrt ist, so wie es da rumrennt, ey. Okay, was ist dann passiert, nachdem du ihn kennengelernt hast? Und dann? Wir haben geredet. Und uns dann ein paar Mal verabredet. Zum Vergucken hat's ihm gereicht. Zuerst habe ich es wirklich genossen. Aber dann habe ich festgestellt, dass er nicht wie ein Mensch, sondern wie ein Tier liebte. Wild, tief, schrankenlos. Sowas ist nicht leicht zu erwidern. Erst recht nicht, wenn man so kaputt ist wie ich. Also bist du einfach irgendwann verschwunden. Ja, es gab keine andere Wahl. Lass uns Freunde bleiben, oder ich verdiene dich nicht. Das hätte er nie verstanden. Aber als ich beschloss, zurückzukehren und einige alte Angelegenheiten zu bereinigen, fiel er mir wieder ein. Und dass er noch nützlich sein konnte. Ein Spiel mit dem Feuer. Und ob. Entweder verbrennen oder verbrennen lassen. Es gibt keine andere Möglichkeit. Tja. Ja, mit Liebe hat Sienna wahrscheinlich echt ein paar Probleme, ne? Wenn sie nie selbst Liebe erfahren hat, selbst von ihrer Familie nicht, dann kann sie es auch wahrscheinlich dann selber nicht anderen Menschen gegenüber fühlen. Tja, immer die Frage, wie man aufwächst, wie man behandelt wird. Okay. Hast du dann keine Angst, Detlaff zu treffen? Du hast eine Vergangenheit mit Detlaff, die das Treffen beeinflusst. Fürchtest du dich nicht? Ich komme mit ihm zurecht. Da bist du sicher? Du als Hexer siehst das Monster in ihm. Ich weiß, wer er wirklich ist. Keine Sorge. Es ist Zeit zu gehen. Noch ein bisschen Arbeit, da nichts wie weg aus dieser verfluchten Märchenwelt. Ja, wir haben alle Bohnen. Müssen wir irgendwo einpflanzen? Dann die Ranke hochklettern? Wir müssen sie am Pfad bei Rapunzels Turm pflanzen. Und uns auf den Riesen gefasst machen. Ja. Oh Gott, der Riese kommt ja auch noch. Wir sind ja hier schon bei Rapunzels Turm. Hier vorne ist das Beet. Müssen wir gar nicht weit gehen. Ja, besonders groß ist das Märchenland nicht. Wir haben ja auch mal die Ränder der ganzen Welt gesehen, wo es nicht weitergeht. Aber schön gestaltet auf jeden Fall. Alter, die Kobolde werden ja immer mehr, ey. Bleib mir vom Leib.
Na, treffe ich den auch nochmal hier? Den ja, kleinen Hans? Hier ist es. Her mit den Bohnen. Du willst mir an die Bohnen? Bleib mir von meinen Bohnen weg. Das sind meine. Ich habe sie geholt. Okay, was ist denn das hier? Kleeblatt. Oh, vier Blätter, die ist aber. Bringt Glück. Okay, pflanzen wir sie mal ein. Alle ins gleiche Bodenloch. Gartenarbeit kann sie auch. Guck mal, wie gut sie das macht. Und sie hat das Bändchen umgebunden. Warum? Die Bohnenranke wächst schnell. Sehr schnell. Wir müssen vorsichtig sein. Okay. Aus der Entfernung hinwerfen. Wie gut. Wirf sie rein. Wie sie in Deckung geht. Lauf, Geralt. Das ist eine Falle. Was ist denn mit Wasser? Muss noch gegossen werden oder so? Da passiert nichts. Tja, vielleicht fehlt auch noch ein bisschen Wasser. Vielleicht draufpinkeln oder so. Immer geht irgendwas schief. Weg da! Die Zielgerade. Nice. Nächstes Mal dran festhalten, dann wäre man schon gleich oben, ey. Hätte man sich durch das Wachsen hochziehen können, muss man nicht klettern, weißt du? Aber nein. Nicht schnell genug geschaltet. Okay, erinnert mich ja gerade wieder, wo bin ich das letzte Mal an so einer Ranke hochgeklettert? Bei Sekiro. Da war es aber ein Seil. Mehr oder weniger. Puh, das war anstrengend. Unglaublich. Warum ist der Riese nicht schwierig als Gegner? Da steht Text, aber es sagt keiner was. Ah, jetzt. Panorama später genießen, jetzt ist er erstmal dran. Ist der böse oder tut er vielleicht nur so und will seine Ruhe? Okay. Besiege den Riesen. Na toll. Der Wolkenriese. Hä? Wo ist er hin? Wow. Alles klar. Das knallt aber ganz gut. Kann ich so wirklich irgendwie mal hinter ihm oder so? Oh, das war nice. Oh, ja, geil. Er haut immer gegen den Käfig. Oh, der hat aber gut kassiert gerade. Ich musste mich noch nicht mal heilen bisher. Ausweichen. Und jetzt kommen die letzten Schläge. Dreh dich. Ach, was mache ich mir Sorgen? Ist doch easy. Achtung, weg. Verteilt uns hier noch eine Kopfnuss beim Umfallen, ey. Okay. Jemand dürfen wir nicht looten? Für eine Märchenkreatur war das ein ziemlich zäher Mistkerl. Ja. Ich hab's doch gesagt. Dieses Land ist verrückt geworden. Ich hab nur nicht mit diesem Ausmaß gerechnet. Ich glaube langsam, du hast das absichtlich getan. Und wieso sollte ich das tun? Um deinen Aufpasser loszuwerden. Wir kommen dem Ausgang immer näher. Offenbar brauchst du mich nicht mehr. Tja, da liegst du falsch. Ich brauche dich nach wie vor. Okay. So. Das Reich dreht also langsam durch. Na gucken wir. Ich hatte aber einfach Glück, dass der Riese beim Ausholen mit seiner großen Waffe zweimal gegen diesen Käfig geschlagen hat, der da lag. Deswegen hat er mich verfehlt und ich konnte die ganze Zeit auf ihn einhacken. Ein bisschen Glück muss dabei sein, oder? So, du brauchst mich für was? Okay, um dich hier rauszubringen, warte, du liegst falsch, ich brauche dich nach wie vor, okay.
Ja, um sie hier rauszubringen. Ja, ich weiß. Um dich hier rauszubringen. Los, komm. Warte. Das meinte ich nicht. Ich brauche dich für etwas Unkomplizierteres und weitaus Angenehmeres. Jetzt starr mich nicht so an. Was? Ich brauche einen Mann, Geralt. Und ich stehe dazu. Ich weiß nicht, was mich jenseits dieses Ortes erwartet. Sieh es als letzten Wunsch. Als letzten Wunsch? Was kommt jetzt auf einmal? Ach, soll sie doch mit mir machen, was sie will? Nein, warum denn? Nicht, wie sie ihn vorher so blöd angemacht hat, von wegen so, ah, du bist gar nicht so wichtig und bla, abweisend. Außerdem kommt bestimmt auch Yennefer vielleicht noch bald, ne? Also, nö. Du bist nicht Yennefer. Ein andermal vielleicht. An einem anderen Ort. Nichts für ungut. Nein, nein. Das war klar, deutlich und ehrlich. Alles in Ordnung. Ja, Ehrlichkeit ist wichtig. Deswegen habe ich auch gesagt, dass sein Outfit scheiße aussieht mit dem roten Cape. Wie sie jetzt die Nase nach oben zieht. Los, komm. Hier geht's zum Ausgang. Yennefer würde dich zerfetzen, wenn sie sich trifft. Nur mal so. Als Vorwarnung. Das wäre auch ein guter Kampf, oder? Sienna gegen Yennefer. Würde ich mir angucken, den Kampf. Oh, jetzt darf ich looten. Yay. Wird sich hier, weiß ich nicht, vorher die ganze Zeit so tun, als würde Geralt sie kein Stück interessieren. Und jetzt auf einmal hier, nur weil sie gesehen hat, wie man den großen Riesen zerfetzt. Dachte sie sich, der hat ja doch was drauf. Was sind das leuchtende Ding da vorne? Das habe ich schon mal über einen See gesehen. Noch ein Irrlicht. Ah, das Irrlicht. Das irrt hier so rum. Schade, dass man von hier keine gute Aussicht hat nach unten. Es ist halt alles nur Wolke. Wenn man da nochmal nach unten gucken könnte, wäre bestimmt auch eine atemberaubende Aussicht. Nur aus Neugier. Warum wolltest du das Herz von Toussaint und den herzoglichen Wein? Das war mein Recht. Sie standen mir zu. Wir wären nicht auf dich gekommen, wenn du nicht versucht hättest, sie zu kriegen. Das stimmt. Das weißt du, oder? Ja, aber ich bereue nichts. Man lebt nur einmal. Mhm. Hier, wir müssen nur in den Brunnen springen. Du zuerst. Jetzt, wir mussten nach oben klettern, hier, um hierher zu kommen, um jetzt wieder nach unten in den Brunnen zu springen. Das Ding hat so ein bisschen was von Kaer Morhen hier, oder? So ein bisschen. Ich darf zuerst in den Brunnen springen. Okay. Hui. Durch die Wolken. Oh Gott, ey, Bouclair ist ja immer noch total unter Angriff hier. Unter Attacke. Oh, der Wasserfall. Die ganze Stadt brennt. Portale im Springbrunnen? Nicht sehr praktisch. Es war ein Geheimgang. Anarietta und ich nahmen ihn um eurer Gouvernante zu entgehen. Zum Glück hat sie das aufgeschrieben. Sonst hätte ich nicht gewusst, wo ich warten soll. Vergessen wir das. Will die junge Dame mithelfen, das Chaos zu beheben, das sie angerichtet hat? Sie will. Und hör auf, mich wie ein Kind zu behandeln. Soll ich dich lieber wie die manipulative Lügnerin behandeln, die du bist? Bisschen hat er ja recht, der Regis. Aber er wollte doch, dass wir sie hier finden. Und jetzt sollte er sie nicht noch irgendwie so provozieren, oder? Er will doch auch, dass das hier gut ausgeht am Ende. Sienna kämpft keine Kämpfe, die du nicht gewinnen kannst. Also hört beide auf, genau, beide. Punkt. Beruhigt euch, beide. Aber... Kein Aber. Gehen wir. Ich will es wirklich hinter mich bringen. Einige Zeit später. Welche Burg ist das denn? Ach, das ist die Vampirfestung, wo wir sind, oder? Wie hieß das? Irgendwas mit Mutna. Tessa Mutna? Hübsch hier. Terra Mutna? Nicht wahr? So ein herrlicher Blick über das Tal. An klaren Tagen sieht man Duntin in der Ferne.
Okay, Sienna ist auch da. Lässt sich noch ein bisschen Zeit. Findet ihr? Ich meine, es ist eine Ruine wie jede andere. Ach, wie feinfühlig und aufmerksam. Ich verstehe nicht, was Detlef in dir sieht. Vielleicht kann er es dir selber sagen. Nervös, Sienna, vielleicht ein bisschen, jetzt wo sie doch bald Detlef gegenübertritt? Bist du nervös? Es ist immer stressig, sich mit seinem Ex zu treffen. Vor allem, wenn er ein Vampir ist. Er wird wohl nicht zum Scherzen aufgelegt sein. Ich weiß. Um ehrlich zu sein, ja, ich bin nervös. Ich würde lieber weglaufen. Ich habe euch zwar versprochen, dass ich helfe, aber was ist es wert? Aber ich schulde ihm dieses Treffen. Schluss aus. Das stimmt. Versprochen hast du's. Okay. Achtung, Detlef ist jeden Moment hier. Vorsicht jetzt. Detlef ist jeden Moment hier. Da fliegt noch der Vogel rum. Das war der Vorbote, oder? Was für Kameraschwenks haben wir denn hier? Ich dachte, jetzt kommt da noch ein Ladebild oder so. Nö. Ich schwenke einfach die Kamera nach oben und dann wieder runter. Warum lässt Detlef jetzt auf sich warten? Was macht der so? Brennt der wieder irgendwie was nieder im Haus, in der Stadt irgendwie? Im Haus? Oh, er kommt. Als Nebelgestalt, ne? Regis müsste ihn doch schon spüren. Alles nur gespielt. Was uns verbunden hat, war falsch. Detlef, so einfach ist das nicht. Ich... Es ist ganz einfach. Entweder hast du mich getäuscht oder nicht. Ich vergebe dir, doch ich trauere, denn wir müssen uns trennen. Oh, was ist denn jetzt passiert? Was? Aber wie... Sie ist wieder in der Märchenwelt? Als Schutz oder was? Der wollte sie gerade, glaube ich, kalt machen, oder? Jetzt ist sie da wieder... Das Band. Das... Ich bin wieder reingefallen. Dafür soll sie büßen. Früher oder später. Das Band hat sie geschützt. Du hättest dich nie einmischen sollen, Hexer. Beiden abgehen, ist ja unglaublich. Okay. Hilf Regis, gegen Detlef zu kämpfen. Ich glaube, den Kampf können wir uns mal in der nächsten Folge anschauen, Leute. Aber wie cool. Das Band hat sie gerettet. Ey, das hätte, glaube ich, auch schief gehen können, wenn ich das nicht geholt hätte, oder? Also, ich wusste es nicht. Ich habe das Band einfach geholt, weil 500 waren jetzt nicht so teuer. Dachte ich so, sie wollte das Band haben. Hole ich das mal von dem kleinen Mädchen. Und jetzt hat das Band ihr das Leben gerettet, weil sie damit zurückteleportiert wurde als Schutz wieder in die Märchenwelt und hat ihr vor dem Tod ist sie beschützt worden dadurch. Da bin ich jetzt ziemlich froh, dass ich das Ding gekauft habe, ey. Alter Schwede. Okay, Leute, es geht in der nächsten Folge hier spannend weiter mit dem Kampf gegen Detlef. Mal gucken, wie er ausgeht und mal hoffen wir mal, dass Regis hier am Ende auch noch überlebt. Okay. Fett. Geile Folge. Also, bis zur nächsten Folge. Vielleicht schon die letzte. Mal gucken. Ich weiß noch nicht, was da alles noch kommt. Macht's gut, Leute. Lasst einen Daumen nach oben da, wenn es euch gefallen hat. Ciao, ciao.